Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und heute seht ihr hier schon, seht ihr das ganz leicht, die McDonald's Gläser, die seit dem 19.10., also dieser Woche Montag, draußen sind. Und ja, ich wollte mal ein Video dazu drehen, schon viel früher eigentlich, aber bin jetzt dazu erst so wirklich gekommen und habe mir gedacht, ich setze mich jetzt hier hin und zeige euch mal meine McDonald's-Gläser. Ja. Und zwar gibt es gerade 6 McDonald's-Gläser, die es zum normalen Mac-Menü dazu gibt, erhältlich sind bei McDonald's. Keine Werbung hier. Und ja, genau. Diese bekommt man pro Menü dazu. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Es soll bald noch 2 weitere Mystery-Gläser geben, worauf ich sehr gespannt bin. Ich weiß nicht, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die aussehen werden. Ich kann mir echt wenig darunter vorstellen. Ich könnte mir aber vorstellen, das denken auch viele weitere, dass die wahrscheinlich so gegen Halloween rauskommen. Also jetzt so nächste Woche irgendwann. Und das sollen auch nochmal 2 sein. Und da bin ich mega gespannt drauf. Die Gläser habe ich ja schon gezeigt auf so einem kleinen Werbezettel. Ist jetzt schon ein bisschen her, als ich gesehen habe, dass sie bald wieder draußen sind. Habe ich sie euch ja auch so relativ sofort auf YouTube dann, auf YouTube und Instagram. Abonniert mich hier gerne und folgt mir auf Instagram. Link in der Beschreibung, informiert, ne? Ich denke, dort werdet ihr auch mitbekommen, wenn es die Mystery Gläser geben wird. Also ich denke, ich halte euch da auch auf dem Laufenden, falls es euch interessiert. Und ja, genau, freut mich, dass ihr dabei seid. Also, als erstes habe ich das Regenbogenglas. Ja? Ich habe das vom letzten Jahr und dieses. Aus dem letzten Jahr hatte ich 3 Gläser, und zwar das Regenbogenglas, das weiße Glas mit so leichtem Lack drauf. Und das gelbe Glas. So, dieses Jahr habe ich das Regenbogenglas. Und dazu gibt es eine echt lustige Story. Und zwar war ich ja bei meiner Tante in Hannover. Und dort war ich das Wochenende drüber, ne, bei ihr. Und am Montag, dem 19.10., als sie rauskam, bin ich rausgegangen. Ja, ein bisschen mit dem Fahrrad durch Hannover rumgefahren. Und ich hatte auch kein Geld bei, war relativ broke, aber ich hatte auch vor, dann dort bei McDonald's, ich hatte auch vor, bei meiner Tante was zu essen. So, das heißt, ich wusste ja, ich gehe jetzt in diesem Moment nicht zu McDonald's, sondern allerspätestens abends oder am nächsten Tag. So, und jetzt bin ich halt echt gespannt, weil, weil ich noch nicht wusste, ob es jetzt das 7. Glas gibt oder ob es neue Sachen zu einem 7. Glas. Es gibt ja eigentlich nicht, es gibt immer 6 normale Farben und dann ein Special Glas. So. Und da war ich natürlich übel gespannt drauf und habe gedacht, ach komm, gehe ich jetzt mal schnell hoch zu McDonald's. Ich bin an einem vorbeigefahren und schaue mal, ob es da Infos gibt. So, gab leider keine. Ich habe mich kurz hingesetzt, mit 1, 2 Zuschauern kurz geschrieben über die Gläser und sehe plötzlich auf dem Tablett, auf einem Tablett, das nachtblaue Glas, dass das Glas in der Farbe nachtblau stehen, ja. Und habe ich mich gefreut, ja. Und dann habe ich aber noch weiter mit Zuschauern geschrieben, die meinten auch cool und so, aber das Regenbogenglas wird es wahrscheinlich heute oder morgen schon gar nicht mehr in Berlin geben. So, das war natürlich sehr traurig. Und dann bin ich mit dem nachtblauen Glas, was ich auf dem Tablett stehen hatte, bin ich dann zur Kasse gegangen nochmal und habe gesagt, ja, sie haben meinem Bruder das die falsche Farbe gegeben und ob sie mir statt, weil das war ja auch noch unversehrt und gut eingepackt und so, und ob sie mir statt dem für das nachtblaue Glas das Regenbogenglas geben können. Und so meinte sie, ja, gib mir das mal, und dann hat sie mir das Regenbogenglas gegeben, ohne dass ich dann was gekauft habe, sage ich mal. Und das war natürlich schon wirklich richtig cool. Und ja, genau. Ansonsten habe ich hier noch weitere Gläser. Da, man muss dazu sagen, also so ein Menü zu essen, das ist schon auch ordentlich was. Aber ich finde, ja, ich esse das ganz gerne. Also meistens hatte ich dann bei den Menüs ein McRib, Pommes oder diese Farmkartoffeln, Salat nie eigentlich, und ein Getränk. Ne? Ja, was das Coole ist, also wenn man viele Menüs essen kann, dann kann man auch ein Chicken Nugget Menü nehmen mit 9 Chicken Nuggets, wenn man nicht ganz so viel essen kann, weil man schon 2 gegessen hat, schon 1 gegessen hat, aber dann das 2. isst. Und man kann statt Pommes, könnte man zum Beispiel auch 2 Getränke nehmen. Also man könnte zu einem Menü, man stellt sich das ja zusammen, kann man auch 2 Beilagen dazu nehmen. Also man könnte
Man könnte zum Beispiel zweimal Getränke nehmen, man könnte aber auch zweimal Pommes nehmen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und meistens habe ich den McRib genommen. Ansonsten habe ich einmal mal so einen McWrap probiert. Er war okay, aber jetzt nicht so super. Also würde ich nicht so empfehlen eigentlich. Also ist auch Geschmackssache so, aber ich bleibe bei McRib und der schmeckt auch sehr gut. Big Mac ist auch lecker. Royal TS habe ich nicht gegessen. Aber der Hamburger Royal TS, aber der ist auch echt lecker. Ja, als nächstes, also ich habe ein Glas, ne, das Regenbogenglas. Dann habe ich, klasse Leute, dann habe ich das türkise Glas. Was ich auch sehr schick finde, weil das so einen Lack hat. Ihr seht das, ne? Das hat so einen Lack, man sieht nicht durch, das ist nicht transparent. Dann habe ich noch ein nicht transparentes Glas mit so einem Lack, und zwar das rote Glas. Was ich auch sehr schick finde. Ne? Schreibt immer gern eure Meinung in den Chat, in die Kommentare. Und ja, finde ich sehr schick. Dann habe ich noch weitere drei Gläser. Und zwar das Grüne, wo ich leider sagen muss, dass ich es in der App schicker finde. Also hier muss ich sagen, finde ich das ja nicht ganz so schick. Ne? Ziemlich, ziemlich transparent. Zu transparent. Also die Farbe ist echt nicht so stark. Ne? Sieht jetzt sehr stark hier aus, aber hier ist das nicht so stark, aber trotzdem schick. Und ich finde es halt auch wirklich cool, dass ich dieses Jahr mal alle Gläser habe. Das ist, also das finde ich wirklich krass. Dann habe ich das nachtblaue Glas, was ich auch eigentlich ganz schick finde, aber ist jetzt auch nicht mein Favorite Glas. Ne? Und zu guter Letzt das pinke Glas. Ja, genau, ich wollte euch die mal zeigen. Ich hätte es auch cool gefunden, Mukbang hier nebenbei zu drehen, aber ich dachte, ich präsentiere euch jetzt mal die Gläser. Ich würde sagen, ich zähle mal schnell auf, welche ich am coolsten finde. Also am coolsten von den sechs Gläsern finde ich das Regenbogenglas. Ja, das finde ich schon echt schick. Und dazu muss ich auch nochmal sagen, ich dachte schon, dass man die wirklich nicht mehr in Berlin kriegen kann und war froh, dass ich so eins bekommen habe. Ne? Das war ich ganz schön froh. Allerdings gab es auch wieder Nachlieferungen. Also teilweise gab es das auch noch in Berlin hier. Und ja, genau, ich habe mich auf die Suche gemacht und habe für meine Brüder auch nochmal jeweils eins besorgt, ein Regenbogenglas. Das ist doch klasse. Ja, letztes Jahr habe ich mir nur drei geholt, was ich aber auch cool finde. Ne? Bisher habe ich sie noch nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, aber ich werde sie auspacken. Also warum sollte ich sie auch eingepackt lassen? Ne? Ich freue mich schon richtig drauf. Ich muss halt vorsichtig sein, weil es wäre echt schade, wenn eins runterfällt. Die anderen drei haben auch gehalten. Und ja, ich bin echt irgendwie schon ein bisschen stolz, alle zu haben. Ne? Alle sechs Gläser. Guck mal, ich kann ja nochmal, soll ich nochmal schnell ein Thumbnail machen? Ich kann die halt nicht alle halten. Ne? Warte, ich mache das schnell jetzt hier. Ich hoffe, sie fallen nicht runter. Mitten im Video. Da waren es nur noch fünf. So. Und seid ihr mal dabei, wie hier die Thumbnails unprofessionell gemacht werden. Okay, geil. Hoppala. Ja, ich wollte euch das auf jeden Fall alles mal mitteilen. Ich weiß nicht, ich weiß ja, dass ziemlich, ziemlich viele, also letztes Jahr war das ja besonders durch Tanzverbot und Unge sehr im Hype, auch diese Gläser wieder. Aber die gibt es ja schon jahrelang. Und es gibt auch viele Sammler, ja, die wirklich gerne sammeln. Unter anderem ich. Ich finde die auch wirklich sehr schick. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das eine sehr coole Kooperation schon seit Jahren von McDonald's und Coca-Cola. Beides Marken, die ich gerne mag. Und ja, genau, ich denke, ich werde da auch nochmal ein zweites Video, wenn ihr Lust drauf habt, nochmal ein zweites Video über die Mystery-Gläser rausbringen. Und schreibt doch mal rein, wie viele Gläser ihr habt. Weil einige haben welche, einige leider nicht. Aber ja, genau, jeder begeistert sich dafür ja auch. Verschieden stark oder nicht stark. Ja, was ich auch eigentlich schick finde, wäre so, den ersten Schluck aus dem Glas zu filmen nebenbei. Vielleicht im nächsten Mukbang-Video oder so. Genau, ich habe das Regenbogenglas aus dem letzten Jahr ja auch öfter mal benutzt. Gut, dann bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen. Mehr gab es nicht zu erzählen. Ich wollte euch die Storys erzählen. Und dass es ja auch öfter mal Leute gibt, die einem mal ein Glas schenken oder es halt nicht brauchen. Und das ist halt, also für Sammler kann das auch, wenn du Zeit hast, kann man sich auch in McDonald's setzen und gucken, ob das jemand wegstellt. Aber in Corona-Zeiten am besten nicht unnötig. Ja, genau. Ja, dann bedanke ich mich. Schreibt ihr doch auch mal euer Lieblingsglas rein. Ich finde das Regenbogenglas am schicksten.
Und am zweitschicksten, eins auf jeden Fall, ich kann mich schwer entscheiden, eins von den beiden. Einmal sind sie nicht so transparent und zweitens finde ich, sind diese Farben dieses Jahr sehr, sehr hell und auch sehr, sehr schick, oder? Die rote Farbe im letzten Jahr war so mittelstark und jetzt ist, also, die sind wirklich schick, ne? Also mag ich diesen Lack und diese Feste. Dabei man auch nicht weiß, ob die gut in der Waschmaschine, in der Spülmaschine halten, also ob der Lack lange hält. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Hier könnt ihr ein sehr cooles Mukbang-Video anschauen. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Macht das mal bitte und aktiviert die Glocke. Und was könnt ihr hier machen? Hier ist irgendein Video, was YouTube jetzt gerade vorschlägt, also von meinem Kanal. Schaut auf jeden Fall mal eins der Videos nochmal an, falls ihr es noch nicht kennt. Und liked es im Nachhinein. Ich bedanke mich, Leute. Schreibt gerne einen Kommentar. Ich versuche die mal alle durchzuherzen und durchzulesen, vielleicht auch zu antworten. Und stellt mir auch gerne Fragen, damit ich sie vielleicht im nächsten Mukbang-Video beantworten kann. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bei mir sind die Ferien jetzt vorbei. Ab morgen Montag ist wieder Schule. An alle Leute, die jetzt Ferien haben, viel Spaß und viel Spaß in der Schule. Alle, die jetzt noch Schule haben oder wieder Schule haben. Bis dann. Dankeschön und viel Spaß bei der Arbeit auch an alle Älteren. Ciao.